Anlässlich des Jubiläums 10 Jahre Galerie Eigenart hatte uns Inhaber Fritz Böhme zu einem Besuch eingeladen. Unter dem Motto "Sechste eigenartige Kunsttage Ehrenfeld" stellten 30 Künstler in den zwei Räumen der Galerie ihre Werke in Form einer Petersburger Hängung aus. Um den Kunstinteressierten trotz Corona eine erlebnisnahe Besichtigung zu ermöglichen, haben wir wieder die virtuelle 360-Grad-Darstellungsform gewählt. Diesmal ist es eine reale Ausstellung in einer realen Räumlichkeit, im Gegensatz zu einer virtuellen Ausstellung, wo die Bilder nachträglich eingefügt werden. Sie können sich mit gedrückter linker Maustaste oder Handywisch im Raum nach Belieben umschauen und mit dem Mausrad näher an die Bilder heranfahren. Einzelne, zum Teil verdeckte Bilder lassen sich auch mit dem Bild-Icon aufrufen. Mit Klick auf den Pfeil können Sie in einen anderen Raum gehen. Wir empfehlen, Vollbild einzustellen. Mit diesem Symbol können Sie auch die Position der Galerie auf Google Maps einblenden. Herzlich willkommen in der Galerie Eigenart. Diese Ausstellung war ursprünglich geplant, schon bereits im November, weil sie eigentlich auch eine Jubiläumsausstellung sein sollte, nämlich zu 10 Jahre Galerie Eigenart. Es handelt sich um eine Petersburger Hängung, das heißt, wieder haben mehr als 30 Künstler mit ihren Werken Platz gefunden hier in diesen Räumlichkeiten. Von den hier gezeigten Künstlern möchte ich eigentlich keinen hervorheben. Ich möchte nur sagen, wir haben eine wirklich ganz große Qualität. Wir haben kleine Bildhauerarbeiten, wir haben Zeichnungen, wir haben Grafiken, wir haben und. Also die ganze Breite der bildenden und, wie gesagt, darstellenden Kunst. Besonders froh darüber bin ich, dass es mir wieder gelungen ist, mir und meinem Team 13 neue Künstler zu bekommen, zum Beispiel junge Künstler, die noch nie den Weg in eine Galerie gefunden haben. Die Galerie Eigenart zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass sie immer wieder auch neue Talente entdeckt und mit großem Erfolg es ja auch gelingt, Künstler an andere Galerien weiterzuvermitteln. Sie sind bei mir immer herzlich willkommen. Wenn Sie mich vorher anrufen oder mir eine Mail zukommen lassen, mache ich gerne einen Termin mit Ihnen aus. Dankeschön. Den Link zum interaktiven 360-Grad-Rundgang finden Sie unten in der Beschreibung.